Hallo werte PLB-Gemeinschaft, wir testen heute das töfte angehauchte Spiel Luchador, die japanische Version. Ich weiß nicht, wie das Spiel wirklich heißt. Obama, wissen Sie das, Mr. President? Das heißt nämlich so Guacamele. Ich kann dich zwar nicht verstehen, aber ich habe nur verstanden Guacamele. Also wir spielen heute Guacamele, die amerikanische Version. Mein Name ist Rey Mysterio, dann haben wir hier den Sankt Michael Obama, unseren Präsidenten im Weißen Hause. Und dann haben wir hier noch die Undertakerin, auch mal mit dabei. Der Mani hat ein Fußballmatch mal wieder. Wir spielen das jetzt. Wir starten das Ganze. Titelblatt bewerten. Hier sehen wir einen schönen Wrestler, der eine blaue Maske auf. Mit ein paar grünen Streifen. Ist ja schön rechts unten der Hahn, kräht wie eine Krähe. Und hinten der... Der böse Ninja. Der böse Ninja. Genau. Los! Oh, da lodert schon die Flamme der Wrestling Gongs. Ich bin eine Blase, mein Freund. Ich bin eine Blase. Wieso kann ich nur eine Blase sein? Und wie vom himmlischen Kind selbst geblasen, stürme ich. Wieso bin ich nicht da? Spiel mir nichts und dreht danach. Klopf an deinem Haus. Nein, du kommst jetzt zu mir runter. Der Wind, ouch. Cool, ich bin ein Frau. Hey, wo bin ich? Ich lasse jetzt runter. Aber der hat auch eine Maske. Ich bin jetzt ein Huhn. Du bist jetzt ein Huhn. Wo ist jetzt der Huhn? Wieso kann ich nicht mitspielen? Können wir nur zwei spielen? Ja. Warum bin ich ein Huhn? Keine Ahnung, von ich ausgepasst. Fun Demo, this way. Na los, Leute. Wo bist du? Drück Start. Wir wechseln jetzt da nicht irgendwann nochmal ab, weil... Ja, das macht okay, nicht. Okay, ich sag nichts. Wie hast du das geschafft? Macht's die Mario. L2 und da! Okay. Oh! Obama, ich bitte dich. Das Huhn sagt mir, wie es geht, okay. Oh, Obama. Du bist weg. Aber du kommst in 1 Sekunden wieder. Hey, mach mal einen Wechsel ab, wenn jemand weg ist. Okay, ihr müsst jetzt weg, weil jemand gestorben ist. Ja, dann bist du dafür der Champion. Oh, der Champion. Cool. Temple of Rain. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Kann ich weiter rennen? Kann ich mit beiden Füßen rennen? Wie viel beträgt dein Geburtsdatum? 9. 96. Das ist das Gute. Da kannst du nichts nehmen, das klingt gewiss du. Oh! Oh, nein, weg, da ist ein neuer Dollar, das kommt. Echt? Das ist ja gefinkelt. Keine Ahnung, ich glaube nicht, aber bleib weg hier. Okay. Hey, das ist ja Lamulana, oder? Ein bisschen ähnlich. Ist ja Lamulana ein bisschen ähnlich. Cool, ich kann dich greifen. Geld! Ich habe Geld gefunden. Dort steht 4. Wow, ich kann einen Flashkick. Wie geht das? Rauf und Viereck. Oh, das kann ich nicht. Verrasche Kick! Autsch. Oh, dann muss ich mich rollen. Ah nein, ich muss ein Huhn sein. Wir können beide Hühner sein. Oh, okay. Können Mexikaner sowas wirklich? Wer ist das? Das schaut aus wie aus... Schaut aus wie aus dem Disney-Film, Pocahontas. Nicht Mulan. Mulan hat kurze Haare. Cool. Ich kann sie wegdrücken. Schau, achte mal wie ihre Haare, wie die mal ruckeln. Schau, wenn wir weiter drücken. Zack! Ah ja, dann ist wieder eine Ausgangsposition. Zack! Zack! Ja. Wie geht denn das jetzt? Ja, warten. Das ist ein bisschen so wie in diesem Lied, wie heißt das? Wie heißt das Lied von Kim Nekokam? Wow! Das, so excited you all here. Nein, das andere, wie heißt das? Wie heißt das Lied von Kim Nekokam, Mr. Obama? Das, wo Rockman nicht draufspringen kann, dann Rock of the Rush. Really help me. Do these guys really wanna help me? Ja, so heißt das Song. Ich geh da lang. Mit Kreis anscheinend. Boah, Schatz, mir gehört der Schnaps. Geld. Der Schatz war nur Geld? Warte, lass mich weiter reden. Ich will über das Geld, wieso? Nein, lass mich reden. Sollten nicht zuerst das Geld holen und dann einkaufen gehen? Ja, aber es ist so ein Metroidvania, das heißt, du kannst dich immer verbessern. Aber du kannst die Sachen nicht finden wie in Metroid oder Castlevania. Nein, du musst sie kaufen. Ja, das Geld darfst du wieder finden. Ah ja, dann macht's Sinn. Wow, ist das ein Drache? Ein Löwe. Ein Löwe. Schaut ein bisschen so aus wie dieses Biest, das ist ein Creepypasta von Godzilla. Wer kennt das noch? Ich war durch das Wurmloch. Weißt du, was mich diese Dinge erinnern? Oh. Vom Panic Park, der Todesroboter. Der Todeskrieg. Wow, wo bist du jetzt hingegangen? Da war. Oh, super gemacht, Mr. Obama. Das war so. Hey, das war aus Metroid, diese, weiß ich nicht, wie die heißen, die Dinge. Eine Ziege. Die lernen jetzt sicher was. Go Jump! Wie geht das jetzt? Ich hab's nicht behirnt, du? Oh oh. Alter, brauchen wir es. Oh, so geht das. Es ist ein Ball Jump. Ich bin rot.
Ah, das sind Wände, die habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, die können zum Hintergrund. Danke, Mr. Mexico. Du bist pleite. Nicht wahr? Du hast keinen Pfennig mehr übrig, keinen Pfiffikus. Obama ist Stärke, wo stand das jetzt? Obama ist pleite. Also Obama ist pleite. Ich habe verstanden, Baum der Stärke. Oh, das erinnert mich jetzt an Ghostbusters, das nächste Spiel. Sehr ähnlich. Oh, XX Kisten. Wow, das gab mal von, ich weiß nicht wen. Oh, das Beast. Oh, Hellbeast Red. Das ist ja wirklich nur abgeklatscht von dieser Godzilla Creepypasta. Das verfolgt dann auch dauernd. Ich habe das gelesen gestern, ich habe fast Angst gehabt. Wir kommen nicht durch. Oh, danke, Hellbeast Red. Hellbeast Red, am 24. Januar in China. Aber in China. Du Koffer, au! Komm hierher. Wow, das ist ja knapp wie ein Hobbys mit Milch. Ach, ich weiß, du kannst es schaffen, Chala. Hey! Der Mexikaner macht mich fertig, bitte. Bitte schön, mir reicht das jetzt. Aber dafür bin ich jetzt wieder Champion. Der Champignon. Es gibt so ein Lied, das heißt We Are the Champions, aber ich singe immer We Are the Champignons. Wer gibt jetzt ab? Du? Oh, du bist ja voll gemein, Obama. Das ist gerecht. Bei der Wie? Also ich habe dich nicht gewählt. Was? Ich habe dich nicht gewählt, Obama. Wen hast du gewählt? Mitt Romney. Nein, ich habe eigentlich gewählt Shmuley Buttigieg. Wir hatten bloß Glück, dass Onja nicht hier ist. Mhm. Ich bin schon wieder tot, das gibt's ja nicht. Die Presse. Wir bringen es auf den. Ja, du bist so eine Kasche. Ich bin ein Schatz, aber ich habe ihn nicht gekommen. Ich habe ihn nicht gekommen, kann man sagen. Ich schlag dich kaputt, Kugel. Jetzt bist du wieder da. Die goldene Axt. Das ist ja wie bei Bowser. Nur, dass es in die andere Richtung geht, oder? Geht es auch mit Bowser in die Richtung? Ich weiß nicht. Ich habe Super Mario schon nicht mehr gespielt, seit ich... Gestern habe ich es zum letzten Mal gespielt. Der kleine Mexikaner. Bravo, mein Guter. Du hast es geschafft. Ich bin Mr. Mexico und du bist ein wahrer Held. Und das ist das Ende, oder was? Guacamole! Ja, nein! Das war's mit Guacamole. Das war's. Leute, es ist Zeit für die Demolition Time! Willkommen zu Demolition Time. Jetzt liegt es an uns, dieses Spiel zu bewerten. Ich, Rey Mysterio, ich gebe dem Spiel 4 Punkte. 4 Punkte, weil es ist ein Metroidvania-Spiel. Metroidvania ist mein absoluter Lieblingsgenre. Und es geht um Wrestling. Ich mag Wrestling. Darum habe ich auch eine Rey Mysterio-Maske und einen Champions-Titel. Gutes Spiel könnte was sein, ich werde es mir vielleicht sogar kaufen. Vielleicht aber nur. Und es gibt tolle Referenzen zu Super Mario, also ein bisschen Lamulana-mäßig. Schönes Referenzengewurl. Ich bin Rey Mysterio und jetzt zeigt euch Obama, was Sache ist. Okay. Ich, Obama, möchte mich ja in letzter Zeit mit Mexiko gutstellen. Und deswegen gebe ich diesem Spiel 5 von 5 Punkten. 5 von 5? Wow. Ah! Onja! Ich bin's! Und wie viele Punkte gibt's denn im Spiel? 2? Ist okay! Nein, das ist 4 bis 5 Punkte. Es sind Metroidvania, sehr gut. Es ist Wrestling, sehr gut. Es ist Referenzengeburt. Es ist Referenzengeburt, es ist mit Kämpfen. Zwei Spieler Koop-Couch auf der Koop-Couch. Koop-Couch. Eigentlich alles, was man will. Und Undertakerin, bitteschön. Ich gebe nur 3 Punkte. Warum? Naja, also die Optik, die hat mir sehr gut gefallen. Aber das Spiel selber nicht so. Und außerdem bin ich ja nicht so eine begeisterte Wrestling. Okay, das ist natürlich ein legitimer Kritikpunkt. Und das war's. Wie viele Punkte gibt es? 5? Was war es jetzt? 5? 10? Und dann 3? Aber drei. Du hast doch 4 gegeben. Du hast 4 gegeben. Nein, du hast 4 gegeben. Ah, hey! Schluss da. Jetzt bin ich Hamato. Und ich gebe das Spiel trotzdem 5 Punkte. Nein. Das kriegt jetzt niemand. Und damit erhält dieses Spiel 13 von 15 Punkten und ist damit das beste Spiel bis jetzt in der Demoliert-Saga.
Das ist zwar erst Episode 2, dennoch eine wahre große Leistung von Guacamele. Ich empfehle es euch. Ich empfehle es euch. Guacamele. Kauft es euch. Das war's für Demolit von heute. Ciao Leute, das war's für heute. Miau, miau, miau. Ich bin Tamato. Und ciao. Das war's mit diesem Dämonier. Ihn auch steht des letzten Dämonier. Oha! Also wenn du die Kontrolle hörst. Und hier ein Ausschnitt von Kotzel, Dr. Zero. Muss man atmen! Das war's für heute. Tschüss!